Herzlich willkommen zu Fratzengeballer, dem Podcast für Freunde des gepflegten Fäuste in Glasscherben eintunkens. Dominik, wie geht's dir? Sergej, danke, mir geht's sehr gut. Ich sitze hier in meinem wunderschönen Haus auf dem wunderschönen Lande in der wunderschönen Schweiz und es kommt gleich ein riesen Gewitter runter, glaube ich. Aber mir geht es sonst sehr gut. Vor 10 Minuten wäre ich dazu geneigt gewesen zu sagen, wir sitzen hier bei bestem Grillwetter zu Hause in unseren 4 Wänden. Aber ich sehe auch schon bereits eine dunkle Grauwolke sich auftun und sie verkündet Unheilvolles. Ist ja auch wurscht. Das Wetter ist jetzt gerade mittlerweile nicht mehr so rosig, aber soll mir egal sein, so oder so spreche ich gerne über Filme. Wir reden hier nicht übers Wetter, meine Freunde. Das ist kein Wetter-Podcast, wir reden nicht übers Wetter. Das ist zu langweilig. Wir reden nicht übers Wetter, genau. Es würde mich erstmal interessieren, wie geht's dir denn nach dem letzten Mal? Es muss doch richtig gut getan haben, endlich einmal die ganzen Segal-Gedanken mal wirklich sich entschlackt zu haben, ne? Genau, konnte mal den ganzen Scheiß rauslassen. Nee, mir geht's hervorragend. Ich war brutal nervös vor der ersten Aufnahme, denn das ist das erste Mal, dass ich einen Podcast auf Hochdeutsch aufnehme. Sonst mache ich das ja in meiner eigenen Sprache und das ist, wie die Leute vielleicht wissen, Schweizerdeutsch. Aber das mache ich ja nicht hier. Ich will ja, dass auch der große Kanton und unser Freund in Österreich mich halbwegs verstehen. Und ja, ich behaupte, man würde gar nicht merken, wo du herkommst, wenn man dich Hochdeutsch sprechen hört, weil das kannst du eigentlich fast wie ein guter Undercover-Agent. Ich wurde darauf trainiert. Ich lebe an der Grenze, deswegen. Ich kann überleben bei euch. Ja. Nee, geht mir gut. Ja. Mir tat's auch gut, auch wenn ich im Nachhinein festgestellt habe, dass wir natürlich das ein oder andere Detail verschwiegen bzw. vergessen haben. Aber das können wir ja gerne in einem baldigen, irgendwann folgenden Teil 2 nachholen. Oder wir werden eh immer wieder mal aufs Egal zu sprechen kommen. Der wird unser kleines Steckenpferd, auf das wir immer gerne mal eindreschen. Gute Steven Seagal wird uns regelmäßig begleiten auf unserem hoffentlich noch langen Weg durch die Podcast-Welt. Und genau. Aber jetzt, ja? Wir haben uns gegenseitig auch ein Versprechen gegeben, der Sergej und ich, dass wir versuchen, uns ein bisschen weniger reinzuschwatzen. Weniger ins Wort fallen, ja. Wir haben jetzt schon ausgemacht, dass wir hier bei unserem Google Hangout entweder die Finger heben oder, was weiß ich, kurz aufstehen und die Hosen runterlassen, dass der andere weiß, und noch, dass der andere sprechen muss. Noch nichts von alledem haben wir bisher gemacht. Das wird schon funktionieren. Aber wir spielen ja gern rum und versuchen mal rauszufinden, was funktioniert und was nicht. Ich bin guter Dinge, dass alles besser laufen wird. Immerhin habe ich jetzt auch ein richtiges Pro-Mikrofon, in dem ich jetzt hoffentlich viel besser klinge als beim letzten Mal. Wunderbar. Sergej, worüber? Egal. Was ist unser heutiges Thema? Unser heutiges Thema wird jetzt mal eine aktuelle Filmbesprechung sein, wobei aktuell mittlerweile die meisten Reviews zu dem Film sind schon vor einem Monat publiziert worden. Wir kommen jetzt hinterher, aber wir werden in Zukunft deutlich aktueller noch sein. Ne? Doch bevor wir dazu kommen, wollen wir erstmal noch mal kurz unser heutiges Filmquiz mal in den Raum werfen. Und hier haben wir schon wieder eine kleine Diskrepanz, denn tatsächlich haben wir beide eins vorbereitet und werden jetzt wieder erwarten, beide ein kleines Quiz aufsagen. Beginnend mit Dominik. Ich fühle mich geehrt, Sergej. Ich habe lange überlegt, wie ich das mit dir jetzt so durchziehen kann. Und ich mache einfach Folgendes. Du wirst dich jetzt in diese Geschichte begeben und ich erzähle dir, um was es eigentlich da genau geht. Also Sergej, schieß los. Du kommst nach Hause von der Arbeit, nach einem harten Tag, und du erwischst deine Frau im Bett mit deinem Boss. Du bist völlig gefrustet und setzt dich danach in dein Auto und wirst Opfer eines Verbrechens. Doch du drehst den Spieß um. Ich, Story of my life, wollte ich was sagen. Nein, natürlich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, was du mir gerade zu verkaufen versuchst. Allein, ich glaube, vielleicht wäre ich schlechter drauf gekommen, wenn du nicht heimlich, also abseits des Podcasts, mehrfach von dem Film gesprochen hättest.
Also ich habe einen guten Tipp und ich glaube, ich weiß, worum es sich handelt. Aber ich wette, der ein oder andere Zuhörer wird es nicht wissen, aber ist jetzt bestimmt richtig heiß darauf, um welchen Film es sich handeln wird. Das werden wir am Ende aufklären. Du guckst zu fragen. Ja, ich habe von dem Film doch noch gar nicht gesprochen, glaube ich. Es wird mich jetzt brutal überraschen. Oh. Also vielleicht habe ich es doch, denn was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, aber es wird mich jetzt echt wundern, wenn wir... Okay, nee, dann bin ich auch gespannt. Wenn es nicht der Film ist, den ich glaube, dann bin ich gespannt, was da am Ende kommt. Ja. Okay, so viel zu Dominiks kleinen Filmquiz. Und meines ist etwas kürzer. Ein Film, den ich jetzt zuletzt gesehen habe, vor einiger Zeit. Ich halte es mal ganz, ganz grob und mehrdeutig. Es geht um einen Knastfilm, in dem Kampfsportturniere abgehalten werden. Und nein, es handelt sich nicht um Undisputed. So, und ich erhoffe mir jetzt durch diese vage Beschreibung, durch diese Mehrdeutigkeit, dass du mir einige Kandidaten nennst, die vielleicht ich noch nicht kenne, weil ich grundsätzlich auf das Thema Bock habe und mir auch gerade deswegen auch eben diesen Film angeguckt habe. Ja, und wer weiß, was du mir jetzt dann da nennen wirst. Auch das werden wir am Ende unseres Reviews aufklären. Aber jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Film. Welchen Film besprechen wir? Tyler Rake, Extraction. L'Extraction. Genau, ein Filmtitel so generisch, wie er nur sein kann. Ja, den gab es ja schon zweimal. 2015 und 2013. Einmal mit Bruce Willis, der 2015er, und 2013 gab es noch einen mit John Fu und Danny Glover. Habe ich beide nicht gesehen. Sollen beide maximal mittelmäßig sein? Du hast gerade mit dem Kopf Ich habe den Bruce Willis Extraction habe ich effektiv vor 2 Monaten gesehen. Und ich kann dir sehr gerne bestätigen, dass du dieses Geld sparen kannst. Es ist ein weiteres Machwerk von Bruce Willis, auf welchem er praktisch nichts tut. Also, das ist nichts. Nichts tut, außer auf Autopiloten operieren und halt... Böse schauen. Bisschen ballern und bisschen labern und ein bisschen sich in die Credits verabschieden. Ja, und Paycheck kassieren, genau. Paycheck kassieren, genau, ganz wichtig. Nee, also ich habe echt... Das ist für mich ein einziges Niemandsland, diese ganzen Post-2000 Bruce Willis-Filme. Das wäre mal ein Podcast. Ja, das wäre auch wieder ein Podcast. Ey, was für Lebenszeit dann drauf geht, sich all den Scheiß wieder aufholen zu müssen. Genau. Das ist so schlimm. Ich meine, ich habe so schon viele Filmlücken. Ich will auch noch viele andere Klassiker, wichtige Filme nachholen. Da muss ich jetzt plötzlich noch mit Bruce Willis. Ja, jetzt hast du einen Podcast und wir befassen uns mit auch mit Shit. Ja. Also musst du auch ein bisschen durch den Schlamm kriechen, mein Freund. Ja. Ich weiß, beim letzten Mal habe ich noch davon geschwärmt, wie toll es ist, endlich mal einen Grund zu haben, Sachen aufzufrischen, und jetzt beschwere ich mich wieder. Schon in der zweiten Folge. Aber beim letzten Mal habe ich mich über alte Gary Daniels Filme gefreut, auf die hatte ich ja Bock, aber ich glaube, die neuen Bruce Willis Filme, die werden nichts taugen. Egal, das soll jetzt erstmal nicht unser Thema sein. Tyler Rake Extraction. Genau. Ein Film aus, aktuell bei Netflix zu sehen, soll auch angeblich mittlerweile der meistgesehene Film sein, der bei Netflix angeboten wurde. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass Netflix seine Messdaten oder das Verfahren der Bemessung geändert das hat. Das Verfahren der Bemessung. Mittlerweile. Oder wie würdest du es nennen? Wie nennt man das? Die Zählmethode, was weiß ich. Weißt du was, Sergei? Ich sag einfach, es ist der erfolgreichste Film auf Netflix momentan. Genau. Ich wollte nur hinzufügen, dass mittlerweile Netflix das schon allein deswegen bemisst, ob wenn ein Film mindestens 3 Minuten lang gespielt wurde. Echt? Nicht, wenn er komplett durchgeguckt wurde. Das kann eventuell das Ergebnis verfälschen oder in ein anderes Licht drücken. Habe ich zumindest mal gelesen. Das wollte ich mal erwähnt haben. Ansonsten, ist denn dieser Erfolg begründet? Dem wollen wir jetzt mal auf den Grund gehen, was es mit dem Film auf sich hat. Der ist ja 2018 ist der ja erstmals gepitcht worden, sage ich mal. Da hat man angefangen, sich über Cast und Co. zu unterhalten, wobei ich mir jetzt da schon wieder nicht sicher bin. Also einem Video-Review zufolge soll die Geschichte des Films angeblich bereits bis ins Jahr 2013 zurückgehen,
was ich jetzt ehrlich gesagt nicht ergoogeln konnte. Vielleicht kann ich nicht so gut googeln, aber ich konnte diese Jahreszahl mit diesem Film nicht in Verbindung bringen im Netz. Deswegen glaube ich mal, wurde da Quatsch erzählt. Ich habe schon sogar gehört, der Film ist schon viel, viel länger in der Mache und da waren diverse andere Darsteller bereits in Frage kommend. Ich habe sogar das Gerücht gelesen, dass mal Arnold Schwarzenegger für das Ding in Frage gekommen wäre. Das halte ich für gesichert, das habe ich aus mehreren Quellen gelesen. Schwarzenegger und Dwayne The Rock und auch Bruce Willis schon wieder. Ja, genau. Der hat ja auch Extraction gemacht. Das wahrscheinlich... Ja. Eben, vielleicht war es der Extraction. Und der hat es schon längst gemacht. Genau. Also, dass die Schauspieler Schwarzenegger, Bruce Willis und Dwayne The Rock, das habe ich schon mehrfach gelesen, dass die im Gespräch waren. Aber wie gesagt, das Entstehungsjahr, dass der Film erstmals schon 2013 angeblich in der Mache gewesen sein soll, das konnte ich nirgendwo anders bestätigt finden. Und ich glaube, es ist auch Quatsch, wenn man sich das Faktum vor die Augen führt, dass die Graphic Novel, auf der dieser Film basiert, Ciudad, aus dem Jahre 2014 stammt. Da geht's schon mal los. Und zum anderen, das ist noch viel wichtiger, denn ich breche jetzt einfach mal mit der Tür ins Haus. Der Tyler Rake Extraction ist ja offenbar sehr stark von John Wick inspiriert. Ah ja. Und ich möchte ja mal behaupten, wenn der Film tatsächlich 2013 schon besprochen in der Mache gewesen sein soll, glaube ich kaum, dass der Film in dieser Art ausgesehen hätte damals, wie er es jetzt tut. Weil es würde ja bedeuten, dass eigentlich der Film der Vorreiter von einem John Wick gewesen wäre und jetzt heutzutage alle von Tyler Rake statt John Wick sprechen würden. Und ich wage es zu bezweifeln, dass dieser Film solch ein Gamechanger gewesen worden wäre. Nicht ein solcher Gamechanger. Nicht, genau. Genau, habe ich es nicht vergessen. Okay, spannend. Ja, Also ich attestiere dem Film nicht diese Ambition zu, dass er tatsächlich zum neuen Trendsetter geworden wäre, wie es eben John Wick geworden ist. Ich kann dir da eigentlich nur beipflichten, aber das hört sich jetzt schon so an, als würden wir den Film richtig scheiße finden. Nein. Ich korrigiere mal, Tyler Rake Extraction ist ein sehr, sehr ambitionierter Actionfilm. Also er gibt sich extrem Mühe und du siehst hier wirklich Qualität, also das ist schon nicht von schlechten Eltern, aber also, es ist auch, ich sag mal, sehr gut kopiert. Können wir zuerst mal kurz mal die Basics abchecken? Also in der Hauptrolle haben wir eine Person, das ist der Chris Thor Hemsworth. Der große Chris, der einer der drei Hemsworth-Brüder. Einer der drei, der bekannteste und auch der beste davon, muss ich sagen. Der bekannteste und der beste. Erfolgreichste. Liam und Luke heißen die anderen. Genau. Und ja, einen von denen, ich glaube, einen von denen kenne ich gar nicht. Und den anderen, ich weiß nicht, ob es Liam oder ich glaube Luke war es, den kenne ich zumindest aus diesem Schiffshorrorfilm Triangle. Falls du den kennst. Ich kann die auch nicht mehr auseinanderhalten. Wenn ich manchmal Reviews schreibe ich einfach. Triangle kann man sich angucken. Das ist auf jeden Fall eine interessante Filmerfahrung. Also du hast da in diesem Film Chris Hemsworth und daneben gibt es darstellerisch nicht viel, was man jetzt zwingend erwähnen muss, da sind keine großen Gesichter mehr drin, außer ja. David... Ich wette, das sind alles bekannte Bollywood-Darsteller. Das passt in etwa. Außer David Harbour. Der David Harbour ist bekannt als Stranger Things. Er spielt da den Sheriff, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist. Ihr wisst schon, der Sheriff mit dem... Ich habe die Serie noch nicht gesehen. Ich bin generell ziemlicher Serien-Noob. Ich brauche einen neuen Podcast-Kollegen. Ja. Musst du dir anscheinend. Regie geführt hat der Sam Hargrave. Der war als Regisseur zwar ein unbeschriebenes Blatt, hat aber massive Erfahrung als Stuntman auf seinem Konto. Stuntman und Stuntkoordinator hauptsächlich bei den ganzen Marvel-Filmen. Ja, da hat er auch ordentlich mit ausgeteilt oder zumindest gezeigt, wie man mit austeilt. Ich habe erst gestern Captain America Winter Soldier gesehen und da war auch gleich das Making-of mit hinten dran. Da war er noch ohne Vollbart, jetzt hier in dem Film mit, auch wenn man es natürlich nicht sieht. Und da muss ich ja sagen, der hat sich auf jeden Fall deutlich gesteigert, würde ich mal sagen, als Regisseur. Ja, also wenn du mir jetzt sagen würdest, es wäre für mich jetzt kein Teaser oder Trailer, wenn mir sagen würde, der Typ ist Regisseur und hat früher bei den Marvel-Filmen
mitgearbeitet, würde ich sagen. Ah, gut, einen weiteren Film, den ich nicht sehen muss, denn ich mag die Marvel-Filme generell einfach mal nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, ich war jetzt von diesen Kampfszenen in Winter Soldier war ich jetzt nicht allzu angetan. Das war für mich schon wieder eine viel zu hektische Kamera und viel zu viele Schnitte. Und da ist jetzt, wenn man sich vor Augen hält, dass er diese Kämpfe choreografiert hat, aber jetzt hat er wirklich alles im Griff gehabt. Bei Tyler Rake hat er es wirklich richtig gut gemacht. Also hier merkt man nichts von den ganzen Marvel-Filmen. Man darf auch nicht ganz vergessen, dass wenn du einen Marvel-Film machst, da hast du auch ein Publikum, das du ansprichst, dann kannst du nicht einfach mal ein Kind vom Hochhaus runterschmeißen oder sonst sowas. Ja, das darf man auch als Filmschauenden nicht ganz außer Acht lassen, natürlich. Das nicht, und genau. Aber wollen wir kurz mal darauf sprechen kommen, worum es in diesem Film eigentlich geht? Das kriegen wir bestimmt sehr schnell. Das können wir in 2-3 Sätzen abhaken. Und zwar wurde da der Ofi wurde entführt. Das ist der Sohn vom indischen Drogenboss, Ofi Mahajan Senior. Und der wurde von einem anderen Drogenboss entführt. Der wurde entführt von der Konkurrenz seines Vaters. Und das Syndikat vom Vater heuert wiederum Tyler Rake und seine Kumpanen an, um nach Dhaka zu kommen und den Jungen zu befreien. Und das ist eigentlich die ganze Geschichte. Das ist in a nutshell, oder? Genau, es ist eine Befreiungsgeschichte. Eine Geschichte, wie ich sie auch gerne in Videospielen nachspiele. Das wird nicht gerne gespielt, die Rettungsmission. Weil die Zeit abläuft und der Junge immer in Tod läuft, oder? Ja. Mir haben eigentlich Szenen im Film gefehlt, wo der Junge mal in eine Mülltonne geworfen wird, damit er mal außer Gefahr ist und mal der Hemsworth alleine um sich schlagen das, kann. Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Ja, das ist immer noch ein ganz neues Werk. Ich habe das Ding gesehen und habe mir einfach mal gar nichts erwartet davon. Ein Film, der Tyler Rake, Doppelpunkt Extraction heißt, hört sich für mich generell nach billigster B-Ware an. Und ich war sowas von überrascht, was ich da zu sehen bekommen habe, was mir in diesen 117 Filmminuten geboten wurden. Dieser Film überzeugt durch unfassbar gute choreografierte Kämpfe, Stunts, innovative Kameraarbeit. Der Film ist high-paced, das heißt, du kannst als Zuschauer hast du kaum Zeit, mal kurz durchzuatmen, vielleicht an einer Stelle mal kurz, aber auch dann geht's gleich schon wieder richtig los. Der Film hat einen Härtegrad, der viele Menschen abschrecken könnte, die erwarten, hier was von Marvel, von einem Marvel-Star zu sehen. Denn Hemsworth ist einfach nur eine ultra brutale, harte Sau hier. Das ist ein ziemlicher Hühne, den ich auch abkaufe, dass die Leute mal 10 Meter nach hinten fliegen, wenn er mal einen Push-Kick ausführt. Und ich bin immer ein bisschen baff oder ich erschrecke meistens, wenn ich einen typischen Hollywood-Actor sehe, der auch noch als Schönling gilt und der dann mal gepflegt austeilen muss. Bei Hemsworth bin ich mir nicht mal sicher, ob das ein richtiger Martial-Arts-erfahrener Darsteller sein soll. Weißt du da mehr? Ich hatte mal nachgeguckt, also grundsätzlich auch, du siehst auch Trainingsvideos vom Hemsworth, wie er einen Boxsack bearbeitet und hier und da ein bisschen Grappling macht. Das sind aber Sachen, wo ich sage, mittlerweile gehört es zum guten Ton, dass ein Schauspieler, der auch öfters mal einen Actionfilm mitspielt, ein Kampftraining absolviert. Ich bin jetzt nicht sicher, wann er angefangen hat, aber auf jeden Fall ist das bei dem wirklich eine Begleitdisziplin. Der Kampfsport, du kannst es auch zum Beispiel vor allem bei dem Tom Holland sehen, der aktuelle Spider-Man-Darsteller. Ist ja eigentlich, du denkst ja eigentlich, das ist ein ziemlicher Hans Wurst, aber guck dir mal Trainingsvideos an. Der Typ hat eine wahnsinnig geile Körperbeherrschung. Er ist wirklich akrobatisch und boxt dann eben auch. Und ich finde, das ist auch gut, dass man das mit dabei beim Hauptdarsteller verlangt und ihn nicht einfach nur schön aussehen lässt und den Rest macht dann schon der Stuntman. Also mittlerweile alle Marvel-Helden, alle aktuellen Action-Stars, bis auf Steven Seagal, die trainieren fleißig, aber ordentlich und den siehst du an, dass die was können, auch wenn die nie aus dem Kampfsportbereich gekommen sind und dadurch ins Filmfach gefunden haben. Die Zeiten sind ja vorbei, aber das kann sich absolut sehen lassen. Die trainieren geil, die trainieren hart und die müssen nicht auf Stuntmen zurückgreifen. Also ich muss jetzt einfach schon nochmal Steven Seagal verteidigen, der trainiert an seinem Kampfgewicht. Ja, also.
Ich nehme jetzt einen Kampf gewesen. Flachwitz. Okay, tut mir leid, ich war, mir war jetzt einfach nur nach einem kleinen Diss zumute. Aber er hat in diesem Fall nicht viel Sinn ergeben. Es tut mir leid. Es gab aber einige Dinge, die mir auch missfallen haben. Und zwar, ich bin eigentlich der Meinung, dieser Film würde nicht existieren, wäre da nicht John Wick. Das Thema hatten wir schon vorweggenommen, ne? Wenn wir das in diesem Kontext anschauen, bin ich eigentlich froh, dass dieser Film nicht versucht hat, John Wick zu kopieren, denn das wäre schrecklich gewesen, wäre auch Hemsworth hier im coolen Anzug als absoluter Waffenkonnoisseur quasi da rumgelaufen und hätte Typen umgebracht mit diesem super Overkilling-Style, den John Wick aufs normalerweise uns bietet. Dieser Film ist anders. Dieser Film ist einfach nur dreckig. Er ist sogar richtig böse. Und das ist eigentlich gut. Aber er würde nicht existieren ohne John Wick, da bin ich überzeugt. Ja, also ich würde es so formulieren, er will den Film nicht kopieren, sondern er hat so ein bisschen seine eigene Vision, was die Visualität angeht. Wie gesagt, er basiert ja auf diesem Graphic Novel. Und allein das Setting Dakar, die Hauptstadt Bangladeschs, die gibt schon eigentlich einen guten eigenen Ton an. Aber der Film ist offensichtlich sehr stark inspiriert von John Wick. Sehr stark. Und auch noch ein Hauch The Raid, den sehe ich auch in diesem Film. Das mache ich vor allem an dieser Plansequenz fest. Das große Action-Herzstück des Filmes. Ich merke das sofort, ich bin ein wahnsinnig großer Fan von schnittlosen Einstellungen. Also ich weiß es bei jedem Film sehr zu schätzen. Und ich merke das schnell, wenn ein Film wirklich so genau diese Schiene fahren will. Ich merke schon, jetzt haben wir hier irgendwie schon 20 Sekunden noch keinen Schnitt gehabt. Ich glaube, hier geht was. Und dann bin ich echt so in Trance. Dann bin ich richtig gefangen und bin dabei. Und wie gesagt, dann gibt's so ein paar Szenen. Wohlgemerkt die Szene, in der irgendwie die Kamera das Auto begleitet und dann driftet das Auto mal irgendwie links, rechts und plötzlich landet die Kamera im Auto und dann ist sie wieder draußen. Das ist so ein Trick, wo die Experten denken, scheiße, wie haben die denn das gemacht? Aber genau das hast du zum Beispiel auch in einem The Raid 2 gehabt. Das wollte ich gerade sagen. Das auch die, das Ding. Das wollte ich gerade sagen, Genau, da haben sie irgendwie getrickst, indem sie einen der Beifahrersitze, also die haben einen Stuntman als Beifahrersitz verkleidet, der dann die Kamera schnell nehmen und reinschieben kann. Und das merkst du dann nicht, aber das ist schon ein geiles Ding. Großartig. Ja. Großartige Szene auf jeden Fall. Und ja, da merkt man auf jeden Fall den John Wick-Einschlag mit der Art und Weise, wie schnell zwischen Handkantenschlägen, es gibt so ein bisschen so klassisch. Das hört sich. Es gibt keine Handkantenschläge, es sind dreckige militärische Nahkampfmanöver, ja, wo man kurz einen Prozess macht und im selben Moment, in derselben Sekunde wird die Pistole gezückt und taktweise Gegnermaterial auseinander dezimiert. Genau. In diesem Film gibt's keine coolen Posen mit großen Waffen. Nein, hier wird einfach nur ganz dreckig ums Überleben gekämpft. Und deswegen ist dieser Film einfach so großartig, weil er so geerdet ist. Das ist kein abgespaceder Film. Du siehst auch Hemsworth, also Tyler Ray, du siehst ihm an, wie er auch körperlich immer schlechter dran ist. Der Typ leidet richtig sich durch den Film. Der verletzt sich und muss sich selbst die Wunden lecken. Genau, und trotzdem schauen wir irgendwie weiterkommt. Genau, und Helden, die sich die Wunden lecken, das haben wir doch alle seit Stirb langsam 1 ziemlich gern. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, zum Glück gab es keine Szene, wo er sich irgendwie mit dem, wie Rambo in Teil 3, irgendwie das Feuer mit dem brennenden Spieß irgendwie kauterisiert. Und dann cool weitermacht, nee, der wirkt schon ein bisschen verletzlicher. Aber da ist ja noch. Also der Film macht ja. So, jetzt, wir haben manchmal ein paar Sekunden Unterschied zwischen uns. Das macht es nicht immer ganz einfach, dass wir uns nicht reinschwatzen. Google Hangout ist ja nicht hundertprozentig stabil. Genau, wir arbeiten noch an der optimalen Lösung. Was macht der Film eigentlich actiontechnisch so richtig? Und zwar praktisch alles. Von der Kameraarbeit, wie es jetzt Sergej schon erwähnt hat. Und bis zu dieser einen 10-12-minütigen Sequenz, die vermeintlich ohne Schnitt auskommt. Und wenn es Schnitte gab, dann, ich hätte sie nicht gesehen. Bis zu den furiosen Kampfszenen. Der Film hat eigentlich alles. Aber, Sergej? Ja? Was ist deine Lieblingsszene dieses, oder die krasseste Szene, beste oder krasseste Szene dieses Films? Ja, also die offensichtliche Wahl, dieser lange One-Shot, ist doch etwas zu lang, um sie herauszupicken. Ich muss sagen,
was mir spontan gefallen hat, woran ich immer wieder gedacht habe, ist wahrscheinlich eher unauffällig, aber ich mochte einfach, wie er zu Beginn seine Anführungsszene, er wacht auf und schlaftrunken, läuft einfach mal nach vorne und springt erstmal die Klippe runter ins Wasser. Und dann hockt er erstmal unter Wasser auf dem Stein und meditiert ein bisschen, denkt über sich und sein Leben nach. Sinniert ein bisschen über den Sozialismus und die Seele des Menschen wahrscheinlich. Keine Ahnung. Oder über Franz Kafka. Nein, das war, oder, genau. Das war so, vielleicht, okay, es gab halt doch eine Heldenpose und das war dann halt diese, okay, dass ich nehme meinen Spruch von vorhin zurück. Es gab so eine Heldenpose, denn schon mit dieser Anfangsszene wusste man ganz genau, Chris Hemsworth ist die härteste Sau des Universums und der schafft einfach alles. Für mich die krasseste Szene des Films, und da will ich eigentlich auch nichts spoilern, aber der Film ist so direkt und so bitterbös. Da wird einfach mal spontan... Du hast das eigentlich vorhin schon erwähnt. Du hast das vorhin das schon weiß erwähnt. Ich, deswegen sage ich es einfach gern nochmals, dass der Film so böse ist. Da wird spontan mal ein Kind vom Hochhaus geschmissen. Ja, das fand ich auch krass. Das fand ich sowas von daneben und krass, dass ich dachte, holy shit, das ist nicht John Wick, denn da wird zwar mal ein Hund erschossen, das fand ich als Hundeliebhaber gar nicht witzig, aber ein Kind vom Dach schmeißen, das ist einfach nochmals eine andere Nummer. Kinder sind so ein bisschen die heilige Kuh, außer in Rambo 4 und vielleicht komischen asiatischen Splatterfilmen basieren Kinder praktisch wenig, aber hier Kind runter vom Hochhaus. Oder in seltsam komischen serbischen Sonderproduktionen. Serbien! A Serbian-Film. Danke, dass du es gesagt hast. Ach du. Wir wollen nicht über nachdenken. Den will ich vergessen. Nee. Wo wollte ich hin? Unser guter Chris, der ist ja auch durchaus soll zumindest eine gebrochene Figur darstellen. Und da sind wir jetzt schon beim Film. Also mehr als die Action und sein unverbrauchtes Setting hat der Film jetzt aber auch nicht, weil auch wenn ich Chris Hemsworth den Action-Mann abnehme, wie gesagt, Kampfsport und physische Präsenz, Charisma ist alles da, aber wenn jetzt halt noch versucht wird zu verkaufen, dass er jetzt voll der gebrochene Held ist, das wirkt ein bisschen mehr wie von der Checkliste abgearbeitet. So, es wurde halt an ein, zwei Stellen erwähnt, ja, ich habe da irgendwie einen Sohn verloren und jetzt irgendwie kann ich nichts anders machen, als einfach nur noch hier meinen Job irgendwie durchziehen und bla bla bla. Das ist mir für mich ein bisschen dünn gewesen und wirkte mehr wie so eine Rechtfertigung, ihn zum Beispiel jetzt nicht einfach den Ovid sitzen zu lassen, weil er ja irgendwie kein Geld mehr bekommen hätte, so wie der Job gelaufen ist. Trotzdem hing er dran. Eigentlich hat es ihn ja sympathisch gemacht, dass er trotzdem dran hängt. Ich will jetzt ja nicht irgendwie mich zu viel beschweren, aber wie gesagt, richtig Charaktertiefgang ist was anderes. Absolut, absolut. Also Tiefgang gibt's nicht groß, Action gibt's en masse. Aber Sergej, was hättest du bei diesem Film denn eigentlich mal besser gemacht? Du bist jetzt Regisseur, du bist Produzent, du bist Drehbuchautor, du kannst machen, was du willst. Was würdest du hier machen, um den Film noch auf ein höheres Level zu bringen? Genau, was hätte ich verbessert? Also, was mich zum Beispiel gestört hat, war zum Beispiel der eine Plotpunkt, dass der Saju, das ist ja dieser Handlanger des Drogenbarons, der beauftragt wurde, den Sohn zu retten. Und der Drogenbaron hat ja gesagt, ist mir egal, wie du es machst, mach's irgendwie. Und ich habe das nicht verstanden. Warum ist der den Tyler Rake in die Parade gefahren, wo er ihn doch gebucht oder halt beauftragt hat? Jetzt hatte ich gelesen, irgendwie angeblich sind seine Konten eingefroren worden und deswegen hätte er sie nicht mehr bezahlen können und deswegen wollte er sich quasi von der Bezahlung drücken, indem er einfach den Rake tötet und den Jungen bei der Rettungsaktion entführt. Aber es ist witzig, ich habe genau das gleiche gedacht, aber ich habe es dann einfach ignoriert, weil die Action war zu gut. Ja, ich konnte es nicht ganz ignorieren, weil mich hat's gestört. Ich meine, die haben doch letztlich dasselbe Ziel. Warum begibt er sich in Gefahr und fährt jetzt da dem Mann in die Parade, der ohnehin das Endergebnis herbeiführen wird, das auch er will? Am Ende des Tages zählt für den Drogenbaron nur, dass der Sohn gerettet ist. Und dann, wenn die Konten angeblich eingefroren sein sollten, sind sie danach bestimmt wieder nicht eingefroren. Dann hat der Drogenbaron wieder das, was er wollte. Und dann kann auch gern er dann die Bezahlung von den Typen übernehmen. Also und vor allem am Ende sieht man ja, dass doch er mit dem Tyler Rake zusammengearbeitet hat. Also das war für mich alles einfach nur ziemlich hanebüchen. Mich nervt's immer, wenn
ein Actionfilm braucht nicht eine super geile, durchdachte Story, aber ich will zumindest keine solche grob schlechtigen, dummen Fehler haben. Ich will, wenn der Film schon ernst ist und versucht, sehr geerdet zu sein und nah am echten Leben, dann erwarte ich auch nachvollziehbares Handeln. Und das war für mich irgendwie, hat mich irgendwie ein bisschen rausgerissen. Ich hätte auf ein Detail verzichtet, und zwar beim Filmtitel. Ich hätte den Film effektiv nur Extraction genannt. Denn... Naja, das ist sogar auch der Fall. Das ist ja nur speziell in Deutschland wurde er so umbenannt, um Namensverwirrungen vorzubeugen. Ist das echt so? Aber grundsätzlich in den USA ist er einfach nur als Extraction vermarktet worden. Es ist nur speziell Deutschland, vielleicht noch wenige andere Länder. Denn was für mich ist das schon mal klar ein Zeichen, who the fuck is Tyler Rake? Muss ich diese Figur kennen? Wenn ich sie nicht kenne, warum wird sie im Filmtitel groß geschrieben? Aha, die versuchen hier ein Franchise aufzuziehen. Das war mein erster Gedanke, den ich gehabt habe. Und das hat dich genervt. Nee, ich dachte, der Name ist so cool, klingt so martialisch. Das ist irgendwie der feuchte Traum eines jeden 15-Jährigen. Boah, Tyler Rake. Ich glaube, so werden sich jetzt viele Jungs irgendwie im Netz online benennen. Tyler Rake, 2005. Jack Bauer ist so weit weg. Der ist so weit weg. Nee, ich hätte eigentlich noch andere Sachen verändert, weil ich muss noch dir einen Punkt widersprechen. Wie gesagt, du hast ja aufgeführt, wie innovativ du die Action-Szenen findest. Also mein Punkt ist ja, ich finde es eben nicht innovativ, weil er eben gut kopiert. Innovativ war damals John Wick. Und der Film, er nimmt sich viel von John Wick heraus und präsentiert es halt in einem neuen, unverbrauchten Setting. Ja. Aber an sich, wie gesagt, wurde nichts wirklich bahnbrechend neu gemacht. Es wurde gut kopiert und kleine eigene Note dazu gegeben. Aber im Prinzip ist das jetzt nicht wahnsinnig innovativ. Und im Vergleich zu zum Beispiel John Wick 3 tritt dieser Film, zumindest was die Abwechslung und die Kreativität der Action-Szenen angeht, bisschen auf der Stelle. Weil du hast im Prinzip immer das Gleiche. Am Ende kommt noch ein bisschen so militärische Taktik dazu, hier und da sind ein paar Helferlein, die einen Hubschrauber umschießen, aber im Prinzip siehst du Tyler Rake die ganze Zeit nach vorne, sich nach vorne kämpfen und hier und da ballert er was runter. Ich hätte mir da noch ein bisschen mehr, keine Ahnung, noch ein bisschen mehr Kreativität gewünscht. Ich fand das Finale fand ich ein bisschen antiklimatisch. Er hat letztlich nichts weiter zu tun, als sich ständig diesem Kollektiv an Schergen entgegenzusetzen. Namenlose, gesichtslose Schergen des Drogenbosses. So, ich fand es natürlich schade. Gut, man kann es nicht immer erwarten, dass auch der Obermufti, also dieser böse Drogenbaron, der auch das Kind runtergeschmissen hat, dass der nicht direkt von Tyler Rake ein paar hinter die Löffel bekommen hat. Aber so hast du halt irgendwie, dass er die ganze Zeit so ein monotones Actiongehaue kämpft sich da und nach vorne, nietet einen nach dem anderen um und irgendwann kommt es zum, wie ich finde, sehr vorhersehbaren Ende. Ja, Moment. Muss ich kurz was sagen? Moment, also ja, okay. Wegen Innovation, verglichen mit dem handelsüblichen Actionfilm, den du irgendwo an der Tankstelle kaufst, mit... Das ist natürlich wieder was anderes, mit ja. Nicolas Cage drin oder einem Bruce Willis in der 5-Minuten-Rolle. Verglichen mit Massenware ist das schon... Ja. Nicht jeder Film ist so ambitioniert und versucht, das wirklich gut zu machen. So finde ich, hast du schon relativ innovative Actionsequenzen drin. Ich gebe dir recht, die sind nicht, John Wick hat diese Welt geöffnet. Da müssen wir wir haben das genannt, dieses Gun-Fu mit Waffen und allem um sich schmeißend, werfend und alles. Ja, das stimmt schon, aber da geht doch dann dieser Film noch seinen eigenen Weg. Er nimmt nicht den Style von John Wick an. Er ist dirty, er ist dreckig. Und das unterscheidet ihn zum Glück. Sonst wäre es ein ganz billiger Abklatsch und das wäre auch nicht schön gewesen. Und Jetzt muss ich noch kurz was sagen zu John Wick 3. Du hast jetzt gerade dieses Thema kurz auf den Tisch gebracht. Ich liebe die John Wick Filme. Die Action ist sowas von geil. Aber bei John Wick 3 musste ich schon sagen, die Story war schon ein bisschen scheiße. Also wir im Kino, meine Kollegen und ich waren zu sechst im Kino und wir haben uns gelangweilt, weil irgendwann die kommt auch nur noch boom, 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 auch wenn es toll ausschaut. Das kann sein, aber ich muss sagen, ich hatte bei John Wick 3 mehr Spaß als gestern bei Winter Soldier. Der hat mich extrem gelangweilt, was die Handlung angeht. Ja klar, ist ein Marvel-Film. Das ist nicht, du bist zu alt dafür, du bist ja, kein Kind. Nee, also mit den Spider-Man-Filmen konnte ich mehr anfangen, aber speziell das, na egal, anderes Thema. Haben wir noch was zu diesem Film zu sagen oder wollen wir zur Benotung kommen?
Der Gewaltgrad, den hattest du ja angesprochen. Habe ich angesprochen. Also er hat ja diese heftige Szene mit dem Kind. Ansonsten ist es gutes, sag ich mal, gute Standardware. Also jetzt auch nicht blutiger als ein John Wick und erst recht nicht dort, wo ein The Night Comes For Us ist. aber es muss auch nicht mehr sein. Also ich persönlich bin auch kein Fan von richtig blutiger, dreckiger Action. Also so wie es Tyler Rake ist, finde ich optimal. Also, ja, das ist oder die Raid-Filme. Die Raid-Filme. Das ist dann, geht für mich völlig in Ordnung. Aber zum Beispiel The Night Comes For Us, finde ich zum Beispiel, das gefällt mir zum Beispiel schon wieder nicht mehr. Das ist mir persönlich zu viel. Okay, spannend. Sehr, sehr spannend. Nee, ich gehe. Aber das kennen wir auch in einem anderen Podcast. Absolut. Ich gehe mit dir völlig einig. Ich finde, Härtegrad, alles passt absolut. Ach ja, aber apropos zum Härtegrad, ich habe noch gelesen, ich habe es jetzt nicht selber nachgeprüft, weil da ist mir die Zeit zu schade, aber angeblich, so habe ich gelesen, hat der Film einen Bodycount von 183 Menschen und zwar nur durch die Hand von Tyler Rake. Und das erscheint mir doch recht hoch. Ich werde mal auf YouTube da suchen. Da wurde eine Zahl aus der Nase gezogen. Ja. Ich werde mal auf YouTube suchen, ob ich da einen Bodycount-Zähler finde, ob da jemand das gezählt hat vielleicht, aber das kann ich mir kaum vorstellen, das wäre ja fast schon Rambo 3-mäßig. Das wäre fast schon Rambo 3-mäßig. Ja, ich war auch verwundert, aber wenn jemand die Zahl extra in fetter Schrift angibt, ich kann ja mal den Link nochmal raussuchen. Es gibt eine Terminologie, mein Freund, die heißt Fake News, it's Fake News. Ach stimmt, die gibt's ja auch schon. da bin wohl auch ich möglicherweise erstmals eine Fake News zum Opfer vielleicht geworden. Vielleicht. Na gut, sonst hätte ich jetzt eigentlich alles zu dem Film gesagt. Wie würdest du diesen Streifen denn benoten, mein Freund? Wir werden ein neues Benotungssystem einführen. Also ein neues. Für uns ist es neu, wir machen es zum ersten Mal. Wir machen Daumen hoch, Daumen in die Mitte oder den Daumen geht runter. Und wenn ein Film. Wie zu guten alten TV-Spielfilmzeiten. Genau, und wenn ein Film, genau richtig. Und wenn ein Film richtig, richtig, richtig gut sein soll. Und zwar so gut, dass wir ihn mitnehmen würden auf die einsame Insel, dann würde er für uns einen speziellen Award bekommen. Und zwar den Öligen Bizeps Award. Das ist doch wunderschön. So würde ich jeden Film gucken. Ich finde, auf jedem Filmcover müsste ein öliger Bizeps drauf sein. Dann würde ich ihn blind kaufen. Was machen wir? Daumen hoch oder Daumen runter oder Daumen Mitte? Ich würde sagen Daumen hoch, aber ohne öligen Bizeps, weil dafür ist er viel zu oft in Textil verkleidet beim Chris Hemsworth. Ja, ich gehe hier mit dir völlig einig. Ich gebe auch den Daumen hoch ohne den Award. Einfach weil der Film war super, der Film ist gut, das ist ein richtig guter Actionfilm. Und die sind momentan Mangelware. Also klar, Daumen hoch könnt ihr euch bedenkenlos anschauen. Vielleicht nicht geeignet für den romantischen Kuschelabend, auch wenn der verdammte Hemsworth mitmacht. Den kann man sich auf jeden Fall geben. Absolut. Wenn man denn dem Genre wohlgesonnen ist. Und ich hoffe mal, das ist doch wohl jeder unserer Zuhörer. Hoffe ich doch. Das ist nicht das Traumschiff. Okay, Tyler Rake Extraction. That's a wrap. Yes. Und jetzt, wenn wir nur noch mal kurz, ich bin schon ganz heiß, jetzt will ich endlich wissen, was das für ein Film sein soll. Du hast ja, der Sergej will jetzt wissen, wie der Film denn heißt, in welchem er nach Hause gekommen ist von der Arbeit und seine Frau im Bett mit dem Chef erwischt hast. Und hast du eine Ahnung, Sergej? Ja, also mein erster Tipp wäre gewesen, ein früher Bruce Willis, der letzte Pfadfinder. Ah, großartig, das habe ich ja gar nicht überlegt. Ich weiß nur, es gab die Szene, dass er heimkommt und da ist jemand mit seiner Frau im Bett, aber ich wusste nicht mehr, ob das sein Chef war oder einfach nicht nur so ein Arbeitskollege. Aber ich habe als erstes daran denken müssen, weil du in den letzten Tagen öfters mal von Last Boy Scout geschwärmt hast. Deswegen ist der mir wieder ins Gedächtnis gekommen, aber offensichtlich ist es nicht der Film. Es ist nicht der Film, großartig, das ist super, das ist sehr gut. Soll ich es auflösen? Nee, dann komme ich nicht drauf, fällt mir spontan nichts ein. Vielleicht noch Malice, der mit dem, wie heißt der denn? Malice. Mit dem Bill Pullman? Nee. So ein Thriller. Der Film ist eine Komödie. Aus dem Jahre, wenn es mir recht ist, 1997.
Gib mal weitere Tipps, vielleicht komme ich noch auf 97, eine Komödie. Es ist ein Hauptdarsteller, ist ein 40 Jahre alter, etwa weißer, und sein Filmbuddy ist ein Schwarzer. Darf ich das so sagen? Ist das okay, das zu sagen? Maximal pigmentiert ist der aktuelle politisch korrekte Begriff. Sehr cooles, nee, sehr cooles Duo im Film ist da. Tim Robbins und der Martin Lawrence spielen die Hauptrollen. Oh shit, den habe ich nicht gesehen. Nee, okay, der Film heißt Nothing to Lose im Original und Nichts zu verlieren auf Deutsch. Das war eine dieser Komödien, die ich damals im Kino sogar zweimal gesehen habe, weil die einfach so geil war. Das ist eine richtig rundum perfekte Komödie, die du dir problemlos mal geben kannst. Und das ist eine Empfehlung fürs Herz. Eine Empfehlung fürs Herz, ja. Ich schreibe es mir mal schon mal in meinem Kopf auf. Ja. Dann werde ich mir auf jeden Fall mal in die Watchlist setzen. Klingt ja gut. Ich mag ja so gute Komödien, die auch nicht unbedingt so unter die Gürtellinie gehen. Der geht auch nicht unter die Gürtellinie. Nö, oder? Nee, das ist nicht so Scary Movie 5 Humor. Das ist eben noch eine gute Komödie aus den 90er Jahren, die du heute auch nicht mehr wirklich findest. Sehr schön. Kann man den vergleichen mit Dumm und Dümmer? Weil den mag ich ja sehr. Dumm und Dümmer ist halt schon, das ist schon ein bisschen Slapstick-Blödelei für mich. Ich finde Nothing to Lose massiv besser. Massiv besser? Ja. Okay. Gut, ich werd mit dem mal. Und wenn du ihn gesehen hast, gib mir Bescheid. Ich schicke dir einfach mein Letterboxd-Review dazu. Mach das. Und du hast ja was zu lösen gehabt, auch für mich. Genau, Knastfilm mit Kampfsportturnieren, nicht undisputed. Das ist unfair, denn ich würde sofort undisputed 1 bis 4 sagen, aber ja. Mache ich aber nicht. Es gibt eben doch zu viele Filme dieser Art, die in meinem Kopf zu einem Brei zusammengewachsen sind, aber einen habe ich aufgeschrieben. Und zwar ist das eine Produktion aus dem Jahr 2008 etwa. Ja. Ach so, du meinst... Das ist eine Frage an dich. Ist eine Produktion aus 2008 etwa? So, plus, minus? Nein. Ist ein früher? Ein bisschen später. Ist ein ziemlich aktueller Film. Aus dem Jahre Produktionsjahr 2017. 17. Ja, ich weiß, 2017 gab es auch Undisputed 4, aber nein, den meine ich nicht. Dann, ich hätte jetzt darauf gewettet, es wäre In Hell mit dem Jean-Claude Van Damme gewesen. Der ist aber von 2003. Ah, ist von 3, okay, whatever. Nee, ich weiß nicht, aber vielleicht sagst du es mir gleich und ich werde sagen, shit. Ja, also ich sag mal so, es ist eigentlich kein Actionfilm, also es ist kein Undisputed-Film, also von der Inszenierung her, es ist mehr ein Drama, ich möchte fast Biopic sagen. Es ist mehr ein Film, der die reale Geschehnisse nochmal aufzeigt. Also er ist seriöser und bei dem Film geht es gar nicht so um das Zelebrieren der Kampfszenen, auch wenn die knüppelhart gezeigt werden. Aber es ist in erster Linie ein Knastdrama. Ich sitze ja sowas von auf dem Schlauch, ich habe keine Ahnung. Okay, es handelt sich um einen Film namens A Prayer Before Dawn. A Prayer Before Dawn. Ich kenne den Titel, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ja, es geht um den Billy Cole. Billy Cole hieß er, glaube ich. Müsste ich nochmal nachschauen. Egal, den gab es wirklich. Billy Moore. Und der, den gab es wirklich. Der saß wirklich mal in einem thailändischen Gefängnis und hat sich dort eben bei seinen Knastinsassen den Respekt erkämpft, indem er dort bei den knastinternen Thai-Box-Turnieren mitgemacht. Hey, ich habe den sogar gesehen. Aber ich habe den nicht gut gefunden, habe ich ihn ausgemacht. Ich glaube, das war der. Hä? Ja, ich glaube, das war der. Ja, wahrscheinlich hast du es unter der falschen Voraussetzung oder Erwartungshaltung reingemacht, dass du denkst, du siehst jetzt ein Undisputed und dann war irgendwie doch irgendwie zu, keine Ahnung, nicht zu fokussiert genug bei den Kampfs. Ja, vielleicht, das kann sein, aber ich glaube, es ist ein Knastdrama, das dir wirklich einen richtig, richtig dreckigen Knast zeigt, wo du denkst, ey, da habe ich keinen Bock, den zu sehen. Und zwar, allein die Szene, wo er in so eine kleine Hundehütte reingesperrt wird, weil er wieder durch seine Hitchcock-mäßige Art aufgefallen ist. Und warst ein relativ unbekannter Hauptdarsteller. Ja, nicht total unbekannt, der hat öfters mal so den Kampfsportdrecken gefilmt, gemimt. In solchen Filmen. Ich glaube, ich habe den eben halb gesehen, glaube ich. Ja.
Nee, das ist auf jeden Fall ein starkes Knastdrama, würde ich einfach mal sagen. Du hast da halt einfach so einen Hitzkopf, der einfach irgendwie eigentlich ziemlich perspektivlos ist und jetzt in wirklich den schlimmsten Knast, den du dir vorstellen kannst, irgendwie einfach den durchleben muss. Die werden einfach in so eine Zelle reingesteckt und liegen da zu 100 Leute in einer Zelle und alle tätowiert und alle potenziell aggressiv und jede Nacht könnte dir einer da irgendwie die Kehle aufschnitzen. Das ist krasser Das Scheiß. Aber das Interesse, so, ja? so Knast, ich mag generell eigentlich Knastfilme, aber mein Problem ist, irgendwann sind die sich alle so ähnlich, weil halt Knast. Und ich habe erst gerade mit meiner Freundin Prison Break durchgeschaut. So eine ihrer Lieblingsserien, die habe ich jetzt auch mal mitgeschaut. Hab die. Mit Dominic Purcell. Genau. Und dem Wentworth Miller. Und ich habe, ja, die erste Staffel fand ich super. Aber danach ging das Niveau so tief runter bis zu Staffel 4, dass ich dachte, ey, shit, noch eine weitere Staffel auf Netflix brauche ich jetzt auch nicht. Und dann kam noch eine. Da haben die noch eine gemacht. Aber die war massiv besser. Das war so 10 Jahre später massiv besser. Ganz, ganz anders. Aber Echt? das ist ein Das ist Knast, krass. das ist ein Einheitsbrei, den ich im Kopf habe mit Knastfilmen. Zu A Prayer for Dawn möchte ich eigentlich noch hinzufügen, das ist eigentlich mein Hauptanliegen. Da gab es nämlich einen Darsteller im Knast, also der Thai-Box-Trainer, der dort in dem Knast wirklich das Training geleitet hat und sich erstmal keinen Bock hat auf den Billy Moore und sich erstmal überzeugen lassen musste. Den kannte ich. Ich dachte, woher kenne ich den denn? Der war mir sehr vertraut. Ich dachte, woher kenne ich den denn? Ich hatte fast das Gefühl, das war irgendwie, das ist irgendwie, dass ich einen Verwandten habe, der ihm ähnlich sieht. Der wirkt auf mich irgendwie sehr vertraut. Und dann habe ich mal seinen Namen nachgecheckt. Somluck Kamsing. Und dann ist mir schlagartig klar geworden, es ist der Thai-Boxer. Also er ist wirklich auch im echten Leben ein viel gefeierter Thai-Boxer. Und mit Goldmedaillen und Weltmeistertitel. Gegen den sollte angeblich mal Jean-Claude Van Damme kämpfen in einem echten Kampf. Weil es nochmal allen zeigen wollte. In der Reality-TV-Show Van Damme gegen den Rest der Welt wurde zumindest dieser Kampf inszeniert, dieser angebliche, dass er gegen diesen Kickboxer kämpfen soll. Das war, glaube ich, alles nur inszeniert. Es wurde ständig nur aufgeschoben. Es war Stimmt, sehr stimmt. obskur. Man sieht, mittlerweile sieht man auch kaum noch irgendwelche Einträge dazu. Den aktuellsten Eintrag dazu gab es im Netz, den gab es irgendwie 2014. Und dort sind sich auch nicht alle einig. Sind die Kämpfe bloß verschoben worden und vergessen worden? Oder war das von vornherein einfach eine Verarsche und niemand hatte die Absicht, jemals einen solchen Kampf tatsächlich auf die Beine zu stellen? Auch wenn es sehr, sehr authentisch aussah, wie die bei den Pressekonferenzen zusammensaßen und alles. Aber vielleicht war es echt nur ein riesengroßer Hoax. Ich vermute es mal schwer, aber jetzt wo du's erwähnst, ich glaube, Van Damme war vor gut 10 Jahren, war er in Basel an einem Kampfsport-Event und war da Special Guest. Ich hoffe, mein Gedächtnis trübt mich jetzt nicht. Und ich glaube, das wurde damals auch angeteased. Das war noch in dieser Zeit, wo alle warteten, hey, es kommt dann bald um dieser Van Damme-Kampf. Aber der ging völlig vergessen. Kein Schwein Ja, mehr das darüber war geredet. 2011, 12 war das irgendwie so angeteased. Wer mit dem Thema vertraut war, ich hab auch damals gedacht, oh geil, wenn der Kampf kommt, das schaue ich mir an. Natürlich. Ein Scheißdreck ist gekommen. Was für eine Enttäuschung. Ja, auf jeden Fall dieser Kickbox-Kämpfer, gegen den er kämpfen sollte, der spielt auch in A Prayer Before Dawn den Trainer. Und es ist so eine lustige Szene. Du siehst, wie er gerade mal vorzeigt, wie er auf den Pratzen eintritt, der verpasst irgendwie 10 Low-Kicks hintereinander, richtig schnell, bam, 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 haut drauf wie ein Wahnsinniger und dann ist er, nach dem 10. Tritt ist er plötzlich die Ruhe selbst, steht völlig gelassen da und nimmt seine Zigarette, der hat die ganze Zeit eine Zigarette in der Hand gehabt, du hast sie während der Tritte nicht gesehen, nach dem 10. Tritt merkst du, dass er eine Zigarette in der Hand hatte und qualmt genüsslich eine Zigarette weiter, nachdem er wie ein Berserker dagegen getreten hat. Ich musste so lachen. Wahnsinn. Egal, also meine Empfehlung hat der Film A Prayer Before Dawn für Leute, die gern sich dreckige Knastfilme angucken. Wunderbar, Sergej. Super. So, hätten wir das auch abgehakt. Und dann wollen wir mal Ausblick wagen auf unseren nächsten Podcast. Ja, ich liebäugle ja mit einer weiteren Jo. Filmdetailbesprechung, aber diesmal um einen älteren Film, um einen Klassiker, bei dem wir die Fragen aufwerfen wollen, ob er heutzutage noch genauso zieht wie damals. Und da kommt jetzt meine Frage, Sergej. Welchen Film ist es denn? Oh, wollen wir das jetzt schon hier verraten?││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 
Wollen wir nicht? Problem ist, ich habe nämlich keine Ahnung. Wir haben nämlich gar nichts ausgemacht. Oder etwa haben wir nicht, deswegen dachte ich, wir könnten ja spontan. Wir haben jetzt mehrmals schon Last Boy Scout erwähnt. Achso, du meinst, wir sollen jetzt hier während des Podcastens freie Schnauze mal brainstormen? Ja, wieso nicht? Du hast mich jetzt schon ohnehin schon hier auf Last Boy Scout gebracht. Jetzt machen wir schon die Leute heiß. Weißt du, es ist auch für uns, ich weiß, dieser Film ist ein Riesengenuss, um ihn zu schauen. Und ich glaube, wir werden beide uns einen Spaß haben, den zu zerpflücken. Vielleicht auch mal die hässlichen Seiten dran zu sehen. Was ist vielleicht nicht so gut daran, auch wenn es uns das Herz brechen wird. Ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat. Ich überlege nur, ob für die Pilot-Episode nicht ein Film besser wäre, den vielleicht du kennst, aber ein Klassiker, den ich nicht gesehen habe. Und dann hätten wir zwei Perspektiven, nämlich die des einen, der Nostalgie-Gefühle bei dem Film hegt, und der eine, der den nüchtern zum ersten Mal im Erwachsenenalter gesehen hat. Ich habe nämlich auch so ein paar Action-Klassiker-Lücken. Da finden wir doch bestimmt auch irgendwas. Da können wir mal in Richtung... Oder wir können auch umgekehrt. Wir jetzt aber nicht in Richtung Seagal gehen, ehrlich gesagt. Nee, das meine ich jetzt auch nicht. Das hatten wir auch schon letztes Mal. Ja, was gibt's denn da noch? Die Rambo haben wir alle durch. Stallone hat sicher alles gesehen. Schwarzenegger hat sicher alles gesehen. Was haben wir noch? Ja, fast. Wie wär's mit Daylight's End? Hast du den? Ich kenn Daylight mit Stallone, aber Daylight's End? Das ist vom William Kaufman, glaube ich. Mit William Kaufman? Mit dem großartigen Darsteller Johnny Strong? Dass du den nicht kennst, finde ich ja erschreckend, dass du den nicht kennst. Der sagt mir nicht einmal vom Titel was, ehrlich gesagt. Noch nie von gehört. Johnny Strong ist der Hauptdarsteller und der Film heißt Daylight's End und ist ein Horror-Action-Apokalypse-Thriller. Aus dem Jahre? 2016. Ach so, ich dachte, wir wollten einen Klassiker besprechen. Ah, stimmt. Also, wisst ihr was? Ihr merkt, wir brauchen noch ein bisschen, um zu finden, was wir genau besprechen. Also hier bei mir, wenn ich in mein Regal gucke, da lacht mich die ganze Zeit ein gewisser Chuck Norris-Film an, den ich noch nie gesehen habe. Welchen denn? Delta Force. Können wir machen, bin dabei. Machen wir das? Ja. Okay, dann habe ich den auch mal abgehakt. Wunderbar. Wir machen Delta Force. Okay, dann gibt's beim nächsten Mal... Delta Force. Und keine Sorge, auch Last Boy Scout werden wir wieder mal aus dem staubigen Regal ziehen. Kein Problem, da freue ich mich doch sehr drauf, aber auf den Chuck Norris. Ja. Nee, ich freue mich, dass ich wieder was nachholen kann, was jetzt irgendwie auf meinem Stapel der Schande steht. Und das werde ich jetzt endlich mal abarbeiten können. Ich wollte ihn schon ein paar Mal rausziehen, aber dachte ich, ich weiß nicht, Chuck Norris. Ich habe einerseits will ich sehen, andererseits befürchte ich, dass es doch irgendwie nur so mittelmäßig unterhaltsam sein wird. Weil du weißt ja, die 80er sind vorbei. Aber die 80er waren gut. Egal, also. wir haben jetzt zu lange schon hier umgeschwafelt. Ich glaube, wir haben länger off-topic geschwafelt als über Tyler Rake. Ah, die können es ja überspielen, wenn sie wollen. Die können es überspielen. Okay, also wir fassen zusammen. Tyler Rake, guter Film, ohne öligen Bizeps. Und beim nächsten Mal besprechen wir Delta Force. Yes. Und A Prayer Before Dawn solltet ihr euch angucken. Ich werde mir nichts zu verlieren ansehen. Yes. Und ihr dürft jetzt ausmachen, denn wir sind jetzt fertig mit unserem Senf. Haut rein und Servus und Ciao. Bis bald, ciao.